Hallo und willkommen zurück bei Hexit. Wie ich beim letzten Mal versprochen habe, habe ich ein Dach gebaut und ich habe auch hier die Türen aus diesem schönen Zombie-Gesicht. Oder nee, ha, jetzt sehe ich das erst. Das ist das Kürbisgesicht. Das ist gar nicht das Zombie-Gesicht. Wir werden mal noch eine Blightberry mampfen. Ja. Und dann gehen wir mal hier durch. Und ich weiß nicht warum, aber das Haus sieht jetzt alberner aus als vorher. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Irgendwie sieht das Dach merkwürdig aus. Das ist... Wahrscheinlich hätte ich unter den Stufen auch nochmal einzelne Blöcke setzen sollen, damit es nicht so lächerlich aussieht. Es sieht irgendwie sieht es komisch aus. Naja gut, was soll's, ist ja auch egal. Wir hatten ja sowieso was anderes vor. Wir wollten ja... Was wollten wir denn? Ah ja, hier hatte ich noch Dor drin. Schon wieder hier. Hä? So. Wir wollten eigentlich eine Diamantrüstung bauen, nachdem wir nämlich dieses Miniaturherz nicht erstellen können. Oh, ich sehe gerade, wir haben wieder Emerald Shards. Schon wieder, Mensch. Ganz schön viele. Wir gucken mal nochmal, wofür wir die überhaupt brauchen. Ob wir die für irgendwas brauchen. Ja, Emperor's Callus, ich glaube, da habe ich schon ein paar Mal nachgeguckt. Silky Jewel, das ist etwas für Tinker's Construct. Altar of Light. Ja, keine Ahnung, was das ist. Essence Extractor, Endstone. Ja gut, da sind wir sowieso nicht. Storage Capsule Station. Ja, okay, gut, lassen wir einfach mal so stehen. Wir wollen aber eine Diamantenrüstung bauen. So, und die wollten wir auch enchanten. Deshalb werden wir jetzt einfach mal so viel bauen, wie möglich ist, nämlich eine Diamond Chestplate und eine Diamond Leggings. Tja, und jetzt wird's halt knapp. Da haben wir noch ein Diamond Helmet und jetzt fehlt ein einziger Diamant. Für Schuhe, genau. Da haben wir aber Cracknerite Boots momentan. Und ich bin fast der Meinung, die sind ziemlich gut. Nagascale machen wir wieder weg. Und, naja, guckt mal, wir haben volle Rüstung. Also das ist trotzdem wunderbar. Wir haben auch, wir sollten eigentlich genug Level haben, um alles zu enchanten. Also nehmen wir mal Blast Protection. Nee, finde ich eigentlich doof. Normale Protection wollen wir nehmen. Dann hatten wir hier irgendwo Thorns. Die, ist das sortiert? Ja, wir haben nur Thorns 2. Okay, nur Thorns 2. Und dann nehmen wir Projectile. Nehmen wir Projectile? Ja, wir nehmen Projectile Protection. Okay. So, da haben wir einmal Protection 3. Und Thorns 2. Warum braucht Thorns 12 Level? Ganz schön viel. Und dann haben wir hier nochmal Projectile Protection. Sehr gut. Zack, zack, zack. Perfekt ausgerüstet mit Cracknerite Boots. Ja, okay, die haben nur noch halb so viel Power. Ist ein bisschen doof. Wir könnten sogar noch eine Waffe bauen. Wir gucken mal, was wir mit den Diamanten machen. Ob wir noch irgendwelche besonderen Waffen herstellen können. Ja klar, Diamond Sword, das ist Standard. Ice Magus Rod. Ja. Jeweled Apple, Diamond Shield... Ja, das Diamond Giant Sword, aber da brauchen wir ein paar mehr Diamanten. Diamond Scythe können wir noch bauen aus 3 Diamanten. Das ist eigentlich Glaive, aber auch eine schöne Sache. Talisman. Breaks after one resurrection cost 10 souls and 20 blood. Okay, keine Ahnung, was das für eine Mod ist. Blicke ich jetzt nicht durch. Sledge. Smash blocks into parts. Okay. Sickle, das ist was zum Ernten. Ein Dagger, ein Big Sword. Das Big Sword hat mich irgendwie enttäuscht. Das war nicht sonderlich stark. Ich weiß gar nicht wieso. Hexer Diamond Spear. Auch interessant. Crystal Bow. Wow. Das wusste ich auch nicht. Magic Mirror, Magic Boomerang. Okay, die Starbeam Torches. Diamond Plated Scale Helmet. Ja, das sind nur sind die Sachen. Scale haben wir halt einfach nicht. Hexical Diamond. Das wären diese Hexed Gear. Aber wo man Hexical Essence herkriegt, weiß ich nicht. Oder besser gesagt, das sind irgendwelche Gegner, die wir aber noch nicht gefunden haben. Gut, also wir sehen schon, macht jetzt keinen großen Sinn, hier noch mehr zu bauen. Ich denke mal, diese beiden Sachen sollten reichen. Wir haben sehr wenig Pfeile. Wie macht man Pfeile? Flint, Stick und Feather. Ghostwood Fletching, okay. Ich denke mal, Feather habe ich gelöscht, ne? Feather habe ich nicht mehr. Ja, wirklich, ich habe keine Federn mehr. Gut, dann... doch, Raven's Feather habe ich. Wofür brauchte man das? Ach, auch dafür und Magic Map Focus. Das wollten wir eigentlich noch bauen. Weil ich da nicht weiß, was das überhaupt ist. Deshalb machen wir uns mal einen Magic Map Focus. Oder am besten gleich zwei, warum nicht? Was war das jetzt noch? Da war doch noch was.
Ach ja, die Torchberries. Da habe ich auch noch welche. Gut, gucken wir mal, was ein Magic Map Focus ist. With fire it writes. Okay, mit Feuer schreibt es. Ich glaube, wir brauchen nur eine. So, was ist das? Was macht das? Ja, sehr schön. Das ist blöd, da hätte ich mich... Blank Magic Map. Ach so. Okay, das hat wieder... Wisst ihr, sowas würde ich jetzt in der anderen... Ach, vergesst es einfach. Vergesst, dass ich irgendwas gesagt habe. Wir nehmen uns hier jetzt noch was zu essen. Raw Venison können wir noch kochen. Ansonsten... Beef, da haben wir noch Porkchop, Potato, da Brot und da haben wir noch Steak. Okay, gut, das werden wir jetzt mal noch kochen hier. Steak, Steak? Ach, das ist Venison Steak. Ja, das ist wieder ein bisschen blöd. Wir lassen das mal... Raw Venison... Ja, okay, ich denke mal, wir sind gut genug ausgerüstet. Wir wollen jetzt hier aber noch unsere Sachen immer irgendwo lassen, damit wir... Damit es hier nicht in die Quere kommt, wenn wir das ganze Loot aufsammeln wollen. Das sich in diesem Battle Tower befindet, weil da ist ziemlich viel Loot. Und das wollen wir ja alles mitnehmen. Ach ja, beim Bauen des Daches ist wieder ein Meteor runtergekommen, hat aber wieder nur ein Starpiece gegeben. Also, es war nichts Besonderes und es hat uns keinen besonderen Meteor gegeben. Das war nur was ganz Normales, ganz Langweiliges. Ich schmeiß das jetzt alles durcheinander hier, weil mich das langsam ziemlich nervt. Dieses Sorting-System ist echt der Krampf schlechthin. Das ist hier... Das ist einfach ein hoffnungsloser Fall. Das kann man hier unmöglich wieder so hinrichten, dass es vernünftig ist. Ich müsste ja alles voll mit Chests stellen. Und das werde ich auch in der zweiten Staffel vom technischen Minecraft auf jeden Fall machen. Es ist ganz furchtbar. Man braucht unglaublich viele Chests. Ich hoffe auch, dass da die Iron Chests installiert sind. Das weiß ich nicht genau, das werde ich aber noch nachgucken. Ich würde mal davon ausgehen, weil die braucht man wirklich. Aber dazu kommen wir dann später, wenn es dann wirklich soweit ist. Achso, das ist ja schon cooked. Wunderbar. Wollte ich hier gleich nochmal kochen. Gut, so. Der Rucksack ist leer. Ich denke mal, wir sind bereit. Halt, erstmal noch was essen. Das wäre vielleicht nicht ganz, vielleicht nicht so schlecht, wenn wir wenigstens satt reingehen. Machen wir ruhig so, okay. Okay, wir machen das wirklich so. So, dann kommen wir schnell an die Nahrung ran. Den Arrow werden wir, glaube ich, eh nicht brauchen. Den Bogen. Die Axt brauchen wir auch nicht. So. Okay. So bin ich jetzt wirklich gerüstet. So können wir in den Battle Tower reingehen. Es ist Nacht. Nein. Nein, nein, nein. Das, ich habe übrigens letztes Mal wieder nicht dran gedacht zu schlafen, aber jetzt denken wir dran. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay. Jetzt haben wir endlich geschlafen und jetzt geht's in den Battle Tower. Der steht doch hier irgendwo, nicht wahr? Da ist er. Da ist der Battle Tower. Und in den gehen wir jetzt mal rein und versohlen ein paar Monster in den Hintern. Endlich mal. Wie viele Episoden sind es jetzt schon? Das ist, glaube ich, jetzt schon so um die 30. Ich weiß nicht, ich habe noch höllisch viel Material übrig. Was ich noch schneiden muss. Okay. Aber, hoppala, was ist denn hier los? Bin ich hier schon mal hingegangen? Hier hat irgendwie ein Creeper sein Tageswerk getan hier. Seinem Tagwerk nachgegangen. Okay, kein Problem. Wir sind ja immer noch in Minecraft. So. Ich hoffe einfach mal, wenn wir schnell sind, dass das jetzt kein so großes Problem wird. Hoppala. Ha! Sehr schön. Hey, ist verbrannt. Das ist ja ein Beschiss. Der brennende Creeper hat seine eigenen Hinterlassenschaften verbrannt. So eine Verarsche. Gut. Ach nee, da ist es. Ha, großartig. Wer weiß, wofür wir das brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir es für gar nichts. Sehr geschickt gemacht. Wäre ich gleich wieder runtergefallen. Was ist denn das hier? Warum ist denn hier alles kaputt? Vor allem der Creeper kann es ja gar nicht kaputt gemacht haben. Mob-Griefing ist ja aus. Wir sind ja hier nicht in Skyblocks. So, jetzt geht's aber weiter. Okay, wahrscheinlich jetzt, wo es Tag ist, ist die Herausforderung ziemlich klein. Da hätte man auch eher runtergehen können. Hier ist ja auch gar nichts mehr drin. Ist ja komisch. Warum ist denn der so kaputt hier, der Battle Tower? Ich glaube, wir suchen uns mal noch einen anderen. Weil das hier, das ist irgendwie nicht gerechtfertigt. Der Battle Tower ist sonst eine größere Herausforderung. So, hier noch ein paar Skelette. Okay, schön. Wenigstens bekommen wir Erfahrung. Und ein bisschen Loot. Da ist auch nichts mehr drin. Ist ja komisch. Warum ist hier alles so kaputt und warum ist in den Chests kaum was drin? Wir müssen mal tatsächlich einen Battle Tower finden, der noch vollständig intakt ist.
wenn jetzt am Ende hier nicht mal ein Battletower Golem rausgesprungen kommt, dann weiß ich sowieso, was los ist. Denn ist es hier schon praktisch halb gelootet. Bowl, Seeds, Bone, ist doch nix. Das kann man doch nicht Loot nennen. Na, wenigstens ist die Treppe mal ganz. Ah ja, doch nicht. Das wäre jetzt auch schon zu schön gewesen, wenn die Treppe mal ganz gewesen wäre. Aber sehr geschickt gemacht, man sieht es echt nicht. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Die Löcher in den Böden hier, die sind normal. Das sieht man auch in meiner Hexit-Ankündigung. Aber dass in den Chests nicht drin ist und da ist immer nur eine Chest, das ist kein Doppelchest, das ist nicht normal. Und dass die Treppen hier kaputt sind, auch nicht. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ich weiß übrigens... Ja doch, es war schon das letzte Mal so. Ich wollte jetzt sagen, ich weiß nicht, ob das letzte Mal schon so war, aber ich habe das jetzt auf die SSD alles verschoben. Dadurch durfte das jetzt alles schneller laufen. Und das stimmt ja auch. Aber ich glaube, das war bei der letzten Aufnahme auch schon. So, und hier haben wir jetzt noch mehr Loot und es ist tatsächlich kein Battletower Golem gekommen. Obertragisch, das war ja jetzt gar nichts. Das kann man nicht Battletower nennen, das war nichts. Wir gehen jetzt hier auf dem Expressweg wieder nach unten. Möglichst ohne zu sterben. Den Sturz überlebt er. Ja, na wunderbar. Gut, dann suchen wir uns jetzt mal einen anderen Battletower. Ich bin der Meinung, auf hoher See waren noch einige. Jetzt nicht, also doch irgendwie um die Piratenschiffe rum war noch irgendwo ein Battletower. Ansonsten, wenn wir da jetzt nichts finden, guckt euch mal Episode 0 an, sozusagen. Da ist der Battletower völlig intakt gewesen. Und ansonsten geht's gleich in den Nether. Aber wir sehen ja rechts oben auf der Karte, da ist ein Battletower auf hoher See und wir hoffen mal, dass der ganz ist. Ist eigentlich ganz gut, wenn der im Wasser steht, weil wir dann von oben runterspringen können, wenn wir fertig sind. Das ist gar keine so eine schlechte Idee. Das ist eine gute Sache. So, also wollen wir mal hingehen und mal gucken, ob der ganz ist. Sind es nicht sogar zwei? Ach nee, da lädt nur der Horizont. Doch, da sind zwei. Guck mal auf die Minikarte. In die Richtung sind zwei und da irgendwo ist noch einer. Da sind insgesamt drei Battletower. Ja, da ist einer. Und der sieht doch ganz aus. Super. Da wollen wir mal hin. Man könnte sich auch immer wieder mal ein Boot bauen, nicht wahr? Man vergisst immer, wie nützlich so ein Boot ist. Weil ist er ulkig. Der spawnt tatsächlich unten auf dem Grund des Ozeans. Da hoffen wir mal, dass die unteren Stockwerke jetzt nicht geflutet sind, sondern dass es tatsächlich nur eine Art Fundament ist. Ansonsten wäre das ziemlich doof, wenn jetzt, naja, so ein Fünftel von dem Tower oder so unbegehbar ist, weil das da im Wasser steht. Fände ich ein bisschen doof. Obwohl, naja, wenn jetzt keine Fenster drin sind, dann kann es ja auch unter Wasser stehen. Warte mal, warum ist denn der Tower so dick? Die sehen ja völlig unterschiedlich aus. Also, oder? Die sehen für mich irgendwie nicht so aus, als wären sie das gleiche. Oder ist der so weit weg? Doch, die sind gleich groß. Das sind zwei Battletower in unmittelbarer Nähe. Und da hinten, zwischen denen, musste eigentlich noch einer stehen. Und da links noch einer. Genau, da ist noch einer. Und wenn wir hier weiter schwimmen, müsste da eigentlich noch gleich einer auftauchen. Vor einem Piratenschiff. Gut, egal. Wir gehen jetzt einfach mal in einen rein, zerstören den, gehen vielleicht in den nächsten rein, zerstören den. Wir hoffen mal, dass die Diamantenrüstung keinen allzu großen Schaden davon trägt. Das wäre nämlich sonst sehr, sehr schlecht, wenn wir dann im Nether wieder ziemlich hilflos sind und keine vernünftige Rüstung haben. Das fände ich gar nicht gut. Aber egal, wir gehen erstmal hier rein. Der sieht schön ganz aus. Das sieht mir nach einer vernünftigen Konstruktion aus. Da können wir mal reingehen. Nur die 6 Pfeile können wir tatsächlich ignorieren, die sind witzlos. Aber unsere Waffen haben ganz schön Schaden genommen. Diamond Scythe, der hat jetzt nur noch halb so viel. Also als wir losgegangen sind, hat die bestimmt 3/4, will ich meinen. So, schnell rein, gar nicht warten hier, gleich alles zerstören. So, sehr gut, hell genug ist es. Und hier ist auch noch 50er Loot drin. Oder zumindest mehr Loot. So, das packen wir jetzt einfach mal ganz schnell hier weg, was wir nicht brauchen. Oh, ich habe ja sogar noch ein Iron Sword, das wusste ich gar nicht. Ach so, das muss ich eingesammelt haben. Stone Sword, ja, das muss ich jetzt nicht draußen behalten, das ist witzlos. So, wir packen alles weg, was nicht unten in die Leiste reinpasst. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich denke mal, für die können wir auch das Iron Sword benutzen, das ist keine schlechte Sache. Das ist eine gute Idee. Sehr schön, dass wir hier noch sowas gefunden haben. Und dieser Battle Tower, ja, der ist wenigstens komplett. Und hier sehen wir schon, die fallen tatsächlich durch das Dach.
durch den Boden aus dem oberen Stockwerk runter. Das macht die ganze Sache nicht einfacher. Wenn wir hier die beiden Spawner zerstört haben, können die immer noch von oben runterkommen. So, Leather Tuning Stone Scythe sogar. Oh, ah. Da, nimm mal ein Schwert ruhig und keine Pickaxe. Okay, gut, hier ist es mir jetzt ein bisschen zu unruhig. Hier will ich jetzt nicht unbedingt in den Rucksack gehen. Machen wir erstmal die hier kaputt. Wir machen die tot. So, aber ich denke mal, so große Probleme... Ah, die zerstören sich schon wieder selber hier. Die schießen sich wieder gegenseitig an, die dummen Skelette. So, und hier war Projectile Protection wirklich eine gute Idee. Einfach, einfach, weil man an die Skelette ja sehr schwer nur rankommt. Und die sind einfach immer ein Problem. Skelette sind immer ein Problem. Also, dieses Projectile Protection ist eine gute Sache. Ah. Ah, jetzt wurde er schon wieder von irgendwas anderem angeschossen. Er von sich selbst oder was? Stehe ich jetzt nicht. Gut, egal. Wir packen mal kurz unsere Sachen nochmal weg hier. Wir haben nämlich hier Lawn gefunden. Und neue Arrows. Großartig. Gut. Alles ist voll. Gehen wir mal weiter zum nächsten. Hoppala. Ah. Oh. Ein Spinnenstockwerk. Also Spinnen und Skelette mag ich nicht, aber Creeper mag ich auch nicht und Enderman auch nicht. Eigentlich sind mir nur diese Zombies recht. Und da hat eben eine Spinne ein Skelett getötet, hat aber irgendwie nichts Besonderes gebracht, finde ich ein bisschen schade. Wenn es das Skelett einen Creeper erschießt, dann bekommt man ja ein Record, also so eine Schallplatte zum Abspielen. Oder man findet es halt in Dungeons. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt die Spinne, die das Skelett getötet hat, nichts Besonderes gegeben hat. Ah! Das sah schon komisch aus. Irgendwie kam so der halbe Bogen durch. Sehr merkwürdig. Ah! So, wenigstens sind es keine Cave Spiders. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Komisch, was ist denn mit dem Skelett? Wenn die in der Ecke stehen, scheinen die sich selber anzuschießen. Sehr merkwürdig. So. Jetzt komm du noch. Und vielleicht noch ein, zwei deiner Freunde. Was hat mich denn jetzt vergiftet? Ah, ein Cave Spider. Gut. So, schnell zerstören hier. Wunderbar. Noch ein Stockwerk gereinigt. Oder bereinigt. Flint Steel Bottle of Enchanting. 7 Ender Pearls. Meine Fresse. Seht ihr mal, da war das alles ganz umsonst, sich so einen Ärger zu machen mit den ganzen Ender Pearls. Enchanted Book. Ja, Enchanted Book, aber es steht nicht da, was es für ein enchantedes Book ist. Was ist das denn für ein Betrug? Bei Enchanted Book muss doch da stehen, was man damit enchanten kann. Wo ist denn da sonst der Sinn? Das verstehe ich nicht. So, lass mich mal kurz noch was essen. Dann geht's hier weiter. Jawohl, volle Breitseite. Okay, das Iron Sword wird sich gleich verabschieden. Das sagt zum Abschied leise Servus. Oder wie man sagt, oh, wunderbar. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Na, aus welchem Film ist das? Kann mir das irgendwer sagen? Oh, sogar Blaze Rods. Großartig. Also, Battle Tower tatsächlich eine gute Sache. Oh, jetzt schießen nämlich die ganze Zeit hier hin und her. Ich bin doch kein Ping-Pong-Ball. So. Okay, ups. Gut. Ah, jetzt hau schon ab. So, wartet, ich komm mal hoch. Wenn ihr hier unbedingt die ganze Zeit durch das Stockwerk durchfallen müsst. Ah, oh, meine Fresse. So, jetzt nehmt dies. Eine Fresse. Boah, ja, super. Das ist sowas, habe ich doch am liebsten. So, gut, egal, ich komme nochmal hoch. Es wird auch noch Nacht, so ein Dreck. Obwohl, eigentlich ist es egal. Hier drin ist es relativ hell. Hier dürfte eigentlich nichts natürlich spawnen können. Deshalb sind wir hier relativ sicher. Ach. Okay, ich bin gleich tot. Keine guten Aussichten. Das sind nur diese verdammten Cave Spider, die mich die ganze Zeit vergiften. Da hilft doch die beste Rüstung nicht. Gegen Vergiftung kann man nichts machen. Jedenfalls so gut wie nichts. Oh, Magic Essence. Donnerwetter. Das sind diese... Oh, Magic Essence ist das, was man sich eigentlich selber craften muss. Aus den Wind Essence und Poison Essence und was es da alles für Essenzen gibt. Da muss man sich Magic Essence eigentlich selber draus craften. Und hier haben wir Magic Essences schon drin. Eine coole Sache. Ja, Doom to Fall. Das war's jetzt eigentlich auch schon wieder. Mist. Wir haben aber... Warte mal. Wir bleiben mal gleich hier. So, wir haben nämlich einige schöne Sachen gefunden, nämlich Magic Essence. Recipe brauchen wir nämlich Wind Essence, Poison Essence, Water Essence, Ice, Fire, Life, Electric und Darkness. Wir brauchen also tatsächlich alle Essenzen und hier haben wir 5 fertige Magic Essences. Das ist sehr viel.
Use für einen Staff. Und den brauchen wir, um einen Water Staff zu machen. Poison Staff, Fire Staff, Ice Staff, Electric Staff, Dark Staff, Healing Staff, Wind Staff. Wir können 8 verschiedene Staffs machen, haben wir gerade gesehen. Wir haben 5 Magic Essences. Naja, eigentlich keine schlechte Sache. Boah, der Helm hat ganz schön was abbekommen. Ich werde mal hier kurz... Oh, wir haben 9 Diamanten gefunden. Wo haben wir denn die Diamanten jetzt her? Wir haben 8 Diamanten. Ja, wunderbar. Da können wir ja gleich einen neuen Helm machen. Der hat nämlich ganz schön was abbekommen. Komisch, warum eigentlich? Warum kriegt der Helm so viel ab? Und dann haben wir hier noch ein enchantetes Book. Komisch, das sagt aber gar nicht, was das für ein Enchantment ist. Enchanted Book? Gib mir mal irgendwas. Komisch. Was ist denn das für ein Buch jetzt hier? Enchanted Book. Da stimmt da irgendwas nicht. Gut, egal. Wir holen uns mal hier... Was holen wir uns denn? Was brauchen wir denn? Protection, Projectile und... Hoppala. Und was wollen wir noch? Blast Protection. Ist vielleicht keine schlechte Sache. Wir nehmen nochmal Blast Protection. Zack, zack. 12 Level wieder. Meine Fresse. Oh nein! Mein Anvil ist kaputt. Na schön. Muss man jetzt halt mit leben. Geht jetzt nicht anders. So, wir packen jetzt hier ein paar von den Sachen wieder zurück. So. Ja, gut. Da ist langsam auch alles voll. Also wir können langsam nichts mehr mitnehmen. Und nichts mehr aufnehmen. Ghostwood Bow, klar, das war meins. Stone Shield. Schöne Sache. Wind Essence. Ha, ein neuer Anvil. Da war ein Anvil drin. Großartig. Fantastisch. Gut. Das haben wir hier. Emerald Shards. Noch mehr Emerald Shards. Wir packen mal ruhig alles wieder rein hier, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Bottle of Enchanting machen wir auch mal. Golden Carrot. Gut, Bottle of Enchanting machen wir mal. Sehr schön. Und dann, ich verstehe nicht, warum wir überhaupt Hunger haben. Ich meine, es war doch alles eigentlich in Ordnung. So. Frage ist jetzt, ob ich den Battle Tower wiederfinde. Oder ob wir einen anderen nehmen.